Hallo liebe Tuning-Freunde, heute gibt es mal ein Video, das hat wirklich so rein gar nichts mit Technik zu tun, sondern viele von euch kommen ständig zu mir an und bedanken sich bei uns für unsere Videos und bedanken sich dafür, dass wir so viel für die Tuning-Szene machen. Da es ja bekanntlich aktuell tuningmäßig in Deutschland schwierig ist, haben wir so ein bisschen die Aufgabe in diesen Videos, die Tuning-Szene einfach wieder beliebter zu machen, euch die näher zu bringen und so weiter. Nun, extrem coole Sache. Hinter uns seht ihr eins der größten Messegelände der Welt, und zwar die Messe in Hannover. Und wir treffen uns heute mit meinem Namensvetter, derjenige heißt nämlich auch Philipp. Und der hat eine kleine Überraschung für uns. Und zwar, ihr könnt euch, um nicht zu viel verraten, auf jeden Fall auf was richtig Geiles nächsten Freitag hier in Hannover freuen. Aber jetzt gehen wir mal gucken. So, jetzt stelle ich euch als allererstes den Philipp vor. Ich habe gerade schon gesagt, coole Sache, Namensvetter. Ja, passt sich so. Praktisch, ne? Stell dich doch mal einmal kurz in ein, zwei, drei Sätzen vor. Ja, mich in drei Sätzen. Ich arbeite bei der Deutschen Messe AG, heiße Philipp Wilhelm. Mhm. Gleiche Schreibweise wie du, es gibt ja ganz viele verschiedene, also das ist auch einfach. Die richtige Schreibweise? Die richtige, die einzige, genau, so muss man es sehen. Und ich bin hier für Neugeschäft zuständig und für neue Messen und Events, die wir in Hannover machen. Ich grätsch als allererstes mal rein, Deutsche Messe AG klingt national. Ist das national oder ist es eigentlich nur Hannover? Ist international. Wir machen sogar internationale Messen überall. Mhm. Also wir haben Gelände in Shanghai, betreiben eins mit in Indonesien. Aber Deutsche Messe heißt eigentlich Gelände in Hannover. Mhm. Gelände in Hannover ist noch das größte Messegelände der Welt. Da gibt es noch keinen in China und Co., der größer ist. Ich habe das, gerade schon kurz angerissen. War mir nicht mehr sicher, ob es das größte ist. Deswegen habe ich erstmal formuliert, ein sehr großes. Ja. 1 Million Quadratmeter Geländefläche. 1 Million Quadratmeter. Genau, mit über 400.000 Quadratmeter Hallenflächen. Und wir haben über 10 Kilometer Straßennetz hier. Das ist schon männlich, ne? Das kann was. Krass. Wie groß ist die Deutsche Messe AG? Wir sind um die 1.000 Mitarbeiter hier. 1.000 Mitarbeiter. Genau. Wie viele am Standort Hannover? Um die 700. 700, also doch schon recht viele. Ja, ja, so viel erstmal kurz. Kurz Hannover mal ein bisschen pushen. Hannover Hometown. Jetzt geht es eigentlich damit los, warum wir eigentlich hier sind. Ich habe schon so ein bisschen was erklärt, dass René und ich mit unseren Videos ja schon versuchen, die Tuning-Szene, die ja nicht immer unbedingt positiv im Lichte ist, wieder so ein bisschen auferleben wollen, ein bisschen zeigen wollen, ey Jungs, ihr könnt weiter tunen, das macht Spaß, es ist geil, schraubt ruhig an den Kisten und so weiter. Und so sind wir beide eigentlich ins Gespräch gekommen. Genau, wir haben uns nämlich überlegt, was kannst du hier machen auf diesem wirklich großen Gelände, was für Möglichkeiten gibt es da? Wir haben hier alleine für 25.000 Fahrzeuge normale Parkplätze. Mhm. Auf dem Messegelände haben wir auch riesen Platz unter so einem, unter dem großen Expo-Dach, das ist mal gebaut wurde im Jahr 2000. Und so haben wir uns überlegt, wir sollten auch mal was machen für die Auto-Community, für die Tuner sozusagen. Und genau da ist nämlich auch schon der erste Punkt, den ich so cool fand. Es war wirklich mal so, dass ihr auf mich zugegangen seid und nicht ich auf jemanden zugehen musste. Das hat man heutzutage leider ja auch relativ selten, gerade wenn es um Autotuning geht. Ne? Ja. Und deswegen finde ich auch, müssen wir da auf jeden Fall was richtig Geiles draus machen. Das sagen wir uns auch, genau. Also haben wir uns mal überlegt, wir sprechen mal zusammen, ich habe dich mal besucht in einem Laden mit, habe dir mal ein paar Ideen vorgestellt. Und so sind wir dann dazu gekommen, dass wir uns überlegt haben, wir machen eine neue Messe und Veranstaltung. Mhm. Sehr schön. Ich würde sagen, ich wollte erst sagen, wir gehen mal los. Das können wir, glaube ich, vergessen auf dem Gelände, ne? Ich glaube, wir fahren los, ja. Wir fahren lieber, ne? Das passt. Wir fahren besser. Einfach mal los und gucken mal, wo wir landen. Wir kommen auf dem Messegelände in Hannover. Ja. Auch das erste Mal, dass man mit dem Auto im Messegelände erklimmen muss. Was haben wir da? Hier haben wir unser Convention Center. Das ist schon ein bisschen älter, aber das ist eigentlich sehr schick, weil das sieht so aus wie mehrere UFOs, die hier gelandet sind. Mhm. Also war auch mal in den Gesprächen mit früher für einen Men in Black Film, ob man sagt, das sind UFOs, die gelandet sind und all solche Geschichten. Also eine, das stimmt, wenn man jetzt hier so eine Geschichte sieht, könnt ihr gleich mal dran vorbeirollen. Convention Center heißt, was passiert da eigentlich? Das sind Vortragssäle, ganz, ganz große. Also eine sehr eigene Welt für Vorträge und ähnliches. Ah, okay. Genau. Wie viele Hallen gibt es in Summe auf diesem Gelände? Also Pi mal Daumen. Hallen haben wir? Die höchste Hallennummer, die haben wir, 27. Mhm. Da fehlen immer ein paar. Ich würde mal sagen, wir haben so um die 25 Hallen. Krass. Das ist schon groß, ne? Schon ein bisschen größer hier, genau. Was kommt danach so als Messegelände in Deutschland? Frankfurt? Frankfurt, ja. Frankfurt ist noch riesengroß. München, meine ich, kommt dann. Ich weiß nämlich 100%. Immer noch, wir waren jetzt ja auch schon ein paar Jahre bei der Essen Motor Show. Da ist halt immer ein Riesenproblem, alles drumherum. Es gibt weder Parkplätze noch auf dem Gelände. Es ist immer alles voll. Man kann nicht rangieren, man kann nirgendwo den LKW parken und so weiter. Ne? Ja, das sind immer so Punkte, wo wir halt
das Glück haben, ich suche hier gerade mal aus Spaß mit dem Navi ein bisschen rum. Du hast ja halt wirklich die A6 direkt, die B6, bist an der Autobahn nah dran und hast hier auf dem Messegelände riesen Platz und Parkplätze. Also wir können hier 30.000 Fahrzeuge drumherum parken, Schotterparkplätze und sowas. Also logistisch einfach ein super gut gelegen. Und endlich mal Heimvorteil, ja. Wir müssen nicht so weit reisen. René und ich sind ja alleine letztes Jahr nur mit meinem Bus knapp 60.000 Kilometer gefahren. Weil wir so viel, wo wir überall hingefahren sind. Und jetzt endlich mal was in Hannover, das macht es natürlich gleich viel, viel einfacher. Ne? Ja, absolut. So, weiter geht's mit der Führung. Weiter geht's. Ich weiß ja noch. Wir haben eine Kirche auf dem Messegelände zum Beispiel, ist auch nicht ganz normal. Ne? Ich wollte gerade sagen, die Kirche gibt's auch nicht. Wir haben auch Gebetsräume, also. Wie, das Problem ist, das war schon fast so vor meiner Zeit. Wie sah das Messegelände vor der Expo 2000 aus? Für die Expo 2000 wurden Hallen gebaut. Also die hier gab es schon alle, die jetzt du siehst. Sind ja auch so relativ architektonisch langweilige Hallen, aber schöne Messehallen. Und für die Expo wurden nochmal gebaut um die 100.000 Quadratmeter Hallenfläche. Da fahren wir auch gleich dran vorbei. Mhm. Und hier hat man so einen ganz coolen Blick, wenn René damit hochfilmt, sozusagen das gelandete UFO hier. Mhm. In unserem Convention Center, da ist auch ein Restaurant drin, ganz leckeres. Hat aber nur mittags offen. Das Cosmopolitan. Ja, ist so eine ganz spannende Architektur, die hier so ist auf dem Gelände. Und wie du jetzt gerade siehst, wenn nicht Messe ist, ist eine Menge los. Wenn man hier jetzt mittags zum Restaurant will, über welchen Eingang fahre ich dann aufs Gelände? Kannst du ganz normal über das Hochhaus fahren, wo ihr auch reingekommen seid. Das heißt, da sagt man dem Pförtner einfach nur, man will hier Mittagessen? Genau, richtig, ja. Hat im Juli zu, aber dann sonst hat es immer offen. Das Gelände ist halt auch eigentlich für jeden Fotografen, speziell Autofotografen, halt eigentlich auch ein Traum. Ne? Es gibt so viele Plätze, die man hier absolut, so ja. für Fotos also, nutzen könnte. Wir haben, du hast die Expo-Hallen gerade angesprochen, wir haben eigentlich ziemlich viele, naja, für Messen unpraktische Hallen. Wir haben eine super Architektursammlung, kann man sagen eher. Mhm. Hier eine Halle, die so im chinesischen Style nachverfolgt wurde. Mhm. Und zur Expo wurde hier auch noch was ganz Spannendes gebaut. Rechts sieht man den Telekom-Würfel. Mhm. Da war zur Expo 2000, wurde da die WM übertragen oder die EM, ich weiß nicht ganz genau. Und da haben auf der Treppe auf der linken Seite zigtausend Menschen gesessen und haben auf einer riesengroßen LED-Leinwand, die damals extra aus Japan gebracht wurde, Fußball geguckt. Mhm. Also, das stimmt, damals war das ja mit der Technik noch nicht so weit wie heute. Nee, noch nicht, genau. Und was ist da heute drin? Das Ding ist einfach nur Deko gerade. Deko, ja. So Brandschutz hat sich ja geändert die letzten Jahre ganz viel und das steht aktuell da rum und es sieht schön aus. Genau. Ansonsten so spannende Plätze auf dem Messegelände, wo man schon viele Politiker hatte, die sich nicht auf der gleichen Bildfläche sehen lassen. Hier Haus der Nation, jetzt gerade abgesperrt für ein Konzert, das demnächst hier ist. Da war schon Barack Obama, da war Wladimir Putin, da war Ministerpräsident Abe von Japan. Wir haben ja also auch ein paar spannende politische Orte. Und einen anderen zeige ich dir demnächst nochmal in der Hermes Lounge. Mhm. Da gibt es einen Fleck, da hast du eigentlich die ganze Macht der Welt schon einmal stehen gehabt. Das ist nämlich der Ort, wo mal das Begrüßungsfoto geschossen wurde. Ob Kanzlerin Merkel das war, Obama und sonst was, die waren alle in diesen Orten. Mhm. Also ganz, ganz spannend. Auch nicht schlecht. Gerade fahren wir hier durch eine der größten Baumsammlungen, die es gibt. Über 100 verschiedene Baumarten sind hier gepflanzt. Baumallee heißt das Ding, glaube ich. Und ja, links diese ganzen Hallen, die es hier gibt, wurden mit für die Expo auch gebaut. Mhm. Genau. So sieht unser Gelände aus. Und so langsam kommen wir auch zu dem Platz, den wir uns immer angucken wollten heute. Schöne, lange, gerade Straße hier. Ne? Kann man viele verrückte Sachen machen. Alleine schon so jetzt so dieser Blick nach links, wenn man so sieht, wie viel Fläche das einfach so ist. Ne? Ja. Na, wir hatten hier ja schon Guns N' Roses Konzerte oder auch AC/DC und Eminem, wo wir bis zu 80.000 Menschen, glaube ich, waren das. Weil die Bühne hier Richtung Halle 25, Richtung Halle 27 und davor war der ganze Platz hier voll mit Menschen. Und das wird ja wieder sein, wenn ihr im August Ed Sheeran spielt. Krass. Genau, und hier ist halt ein bisschen Platz. Danke. So, der Herr darf aussteigen. Sieht so professionell aus. Prost und Tour. Ja, wir kommen unter dem größten freitragenden Holzdach der Welt. Das wurde zur Expo gebaut. Früher waren hier mal so Wasserspiele drunter, abends mit Lasershow und so vor 19 Jahren. Ja, und wir haben das immer noch. Krasses Dach, ne? Mhm. Sehr schick für Fotos. Wurde das vom Messegelände
für die Expo gebaut oder hat das damals irgendeine Firma oder so einen Auftrag gegeben oder so? Das hat die, damals hieß es noch Expo-Gesellschaft, glaube ich, mal einen Auftrag gegeben mit der Messe gemeinsam. Weil das hier ist alles Messegelände, das war auch früher Messegelände. Und zu Expo-Zeiten, was war das zu Expo-Zeiten? Boah, da überfragst du mich. Da waren teilweise Länder drin. Genau, weil die Pavillons gehörten ja alle immer irgendwelchen Ländern. Ja, so, ne? Genau. Du hattest ja noch weiter runter, wo jetzt ja Ikea ist und das BMW-Gelände. Das waren ja alles Pavillons, die so gebaut wurden. Und hier waren meistens kleinere Länder drin, die, die halt keinen eigenen Pavillon gebaut haben. Wer da jetzt drin war, weiß ich auch nicht mehr im Detail. Ist auch zu lange her für mich. Ja, krass. Können wir nochmal ein bisschen so... Wir haben Platz hier. So ist nicht. Platz haben wir auf jeden Fall. Ich meine, es sind 20.000 Quadratmeter. So jetzt hier, was man so um die Hallen drumherum sieht. Ich würde doch mal so sagen, hier gehen auf jeden Fall mal viele Autos hin, ne? Ja, doch. Ich glaube schon. Gibt es auch lange Spuren schon auf dem Boden teilweise. So, und jetzt die coole Sache. Fast jeder von euch wird ja darum trauern, dass es bei uns in Hannover nicht mehr unsere geliebte Fahrenwalder gibt von früher. Wir haben uns ja jeden Freitagabend auf der Rahltankstelle getroffen. Das Ganze haben wir so ein wirklich nur im allerkleinsten Teil damit kompensiert, dass wir uns einmal im Monat bei uns treffen können. Ist natürlich nicht ansatzweise das Gleiche, aber es ist immerhin schon mal eine Anlaufstelle. Und genau deswegen kam Philipp und die Messe auf mich zu. Und wir können nächsten Freitag, 26.07. Ab 18 Uhr, genau, hier ein Treffen veranstalten. Genau, so machen wir das. Ich war erstmal, ich musste das Ganze erstmal sacken lassen, war wirklich sprachlos, finde das richtig geil, weil einfach dieses Gelände so überzeugend ist. Man kann perfekt anreisen, abreisen, es ist wirklich Platz ohne Ende. Ja, und so gibt es jetzt die Möglichkeit, unseren geliebten Freitagabend wieder auferleben zu lassen. So haben wir uns das gedacht, ja. Geil. Erwartet nicht zu viel Programm. Das wird ein reines, schnelles, cooles Autotreffen. Keine Rennen, keine Burnouts, kein Gas geben, gar nichts. Einfach bitte nur gesittet aufs Gelände fahren, euer Auto hier abstellen. Wir haben Platz ohne Ende. Und ich denke mal, das Ganze wird so gehen bis 22 Uhr. So 18 bis 22 Uhr so in dem Dreh. Ne? Ja. Wir bauen auf jeden Fall ein bisschen Stand auf, ein bisschen Musik. Ich glaube, zu essen wird es auch auf jeden Fall was geben. Ein bisschen Catering. Zu essen haben wir auch was. Ich glaube, dein Burger-Kollege kommt. Genau, Burger wird es auch wieder geben. Wir bringen auch noch was zu trinken mit. Würstchenbude oder sowas. Und dann lassen wir den Tuning-Lifestyle nochmal richtig aufleben. Ne? So machen wir das. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall von der Location her, wenn das Wetter mitspielt, auf jeden Fall eine geile Sache hier. Wir kommen natürlich nicht an das Flair von unserer Fahrenwalder früher dran, aber man muss es ja immer positiv sehen. Endlich gibt es noch wieder ein Treffen. Ne? Das denke ich auch. Geil. Und da freuen wir uns drauf, wenn wir das hier machen können. Weil du siehst ja, Platz ist da. Ne? Was machen wir, wenn es regnet? Wenn es regnet... Wenn du Richtung des Dachs filmst, also da kann man erstmal drunter parken. Und andererseits kann man sich da auch drunter unterstellen. Da gibt es auf jeden Fall schon mal genug überdachte Fläche. Ich denke auch, ja. Ich denke mal, selbst da würden locker 200, 300 Autos überdacht reingehen. Ne? Also ja, vorgehen, genau. So rum zu sagen. Ne? WC-Anlagen und so haben wir auch extra drin. Machen wir ein so ein Ding auf, dann passt das. Und vielleicht machen wir auch noch ein kleines Special unsererseits. Mal überlegen. Für so eine Art Willkommensgeschenk machen. Das klingt interessant. Also eigentlich braucht ihr gar kein Geschenk machen, weil überhaupt diesen Platz zur Verfügung zu stellen, ist schon das größte Geschenk, was man uns machen kann. Ja. Das so, um es mal so zu formulieren, das ist schon Geschenk genug. Ich hoffe, ich spreche jetzt im Namen von allen, die kommen. Es werden sich alle benehmen. Das ist gut. Müll, bitte keinen Müll hier liegen lassen, ist auch immer so eine Sache. Es wird mit Sicherheit ein paar Mülltonnen überall geben. Ja, klar. Einpacken, wegschmeißen, fertig. Ne? Genau. Weil wir wollen sowas ja nicht einmalig machen, sondern vielleicht kann man ja alle paar Monate mal wieder auf den Freitagabend hier mal kurz... Absolut. Ein kleines Treffen machen, ne? Das ist die Idee. Wenn wir der Polizei beim ersten Mal zeigen, dass es alles gesittet und so normal läuft, dann haben die auch kein Problem damit. Und, ist alles abgesprochen, alles abgeklärt. Braucht genau. Keine Angst haben. Richtig. Und dann funktioniert das, ne? Ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, ich denke so, diese kleine Führung über das Messegelände reicht schon. Einfach sacken lassen, sich für nächsten Freitag nichts vornehmen, mit allen hierher kommen. Genug Plätze für alle, auch wenn ihr mit eurem Auto auf Trailer kommen wollt, ist auch überhaupt kein Problem. Es gibt jede Menge Parkplätze hier. Ihr könnt draußen abladen, kommt hierher. Könnt drinnen auf dem Gelände abladen, auch wenn ihr Angst habt, draußen Gelände abladen. Zu machen. Und dann haben wir einfach einen schönen Tag. Ne? So machen wir das. Gutes Wetter. Jetzt noch eine letzte Sache. Natürlich wird hier nächstes Jahr auch was passieren. Ja. So, weil wir sind halt nun mal ein Messegelände.
Philipp hat schon so ein bisschen was auf seinem Pulli stehen. Das muss jetzt aber zur Sekunde auch reichen, weil ihr seid natürlich am Freitag auch vor Ort. Na klar. Und wenn ihr nächsten Freitag diesen Herrn seht, quatscht ihn einfach an und versucht ein paar Infos rauszukriegen, was hier nächstes Jahr noch so passiert. Genau, einfach ansprechen. Wir informieren euch gerne und freuen uns auf Freitag mit euch. Kurze Ergänzung noch. Natürlich kostet das Ganze keinen Eintritt. Es ist alles umsonst. Es geht alles auf die Kappe der Messe. Jo. Vielen Dank dafür. Deswegen kann es so geil werden.